Beim Optimieren und Erweitern von Anlagen der Gebäudesystemtechnik ist eine wesentliche Aufgabe das Anpassen der vorhandenen Projektdatei. Bei fast allen Bussystemen erfolgt diese Arbeit am PC mit einer speziellen Software. Bei der Optimierung und Erweiterung der Projektdatei müssen zunächst die neuen Buskomponenten integriert werden. Dann erfolgt das Erstellen der virtuellen Steuerleitungen, das sogenannte Binding. Wenn die Projektierung beendet ist, fährt der Geselle mit der Projektdatei zur Baustelle. Auf der Baustelle angekommen, verschafft sich der Geselle als erstes einen Überblick. Dazu vergleicht er die räumlichen Gegebenheiten mit dem Installationsplan. Ebenfalls nimmt er die gesamte elektrotechnische Anlage in Augenschein. Durch die Besichtigung kann der Geselle am besten entscheiden, wie und wo er die neuen Geräte einbaut. Zunächst montiert der Geselle das Gehäuse des Gateways, damit die geplante Funktechnologie mit der vorhandenen drahtgebundenen Busanlage verbunden wird. Gateways dienen dazu, unterschiedliche Bussysteme miteinander zu vernetzen. Sind die Installationsarbeiten abgeschlossen, werden zunächst die Messungen nach DIN VDE 0100 Teil 600 Erstinbetriebnahme durchgeführt. Bei der Isolationswiderstandsmessung muss darauf geachtet werden, dass Busleitungen gemäß Vorschrift mit einer Gleichspannung von 250 Volt geprüft werden. Über die Busleitung wird das Gateway an das bestehende Bussystem angeschlossen. Bei der Funktechnologie sind die Taster oder Schalter kabellos und können demzufolge an beliebigen Stellen montiert werden. Um die neuen Funkbusgeräte in die Anlage zu integrieren, müssen sie im Gesamtsystem bekannt sein. Bei N-Ocean Funktechnologie erfolgt dieser Schritt über das sogenannte Einlernen. Dafür wird dieser Modus am Gateway aktiviert. Nun kann jedes aktivierte Funkbusgerät vom Gateway erkannt werden. Die vom Gesellen im Betrieb erstellte Projektdatei wird in die Anlage der GST überspielt. Dazu muss eine Verbindung zur Anlage bestehen und auf dem Laptop die Netzwerkmanagement-Software aktiv sein. Durch das Überspielen der Projektdatei werden jedem neuen Busgerät wie dem Gateway zunächst eine eindeutige Adresse und die benötigte Gerätedatei zugewiesen. Diese enthalten die speziellen Anwendungsprogramme und die Kommunikationsbeziehungen. Jedes Busgerät innerhalb der bestehenden Anlage ist eindeutig gekennzeichnet. Die hinzugekommenen Busgeräte erhalten ebenfalls eine zum Bussystem passende Beschriftung. Sobald die Überspielung des Projektes beendet ist, werden sämtliche Funktionen der Anlage auf Herz und Nieren überprüft. Nach erfolgreicher Installation der gesamten Anlage füllt der Geselle seinen Arbeitsnachweis sorgfältig aus und heftet diesen zusammen mit dem Messprotokoll in die Bauakte. Die Durchführungsphase ist damit beendet.